Vertrau mir! Sieht das cool aus. Die Silhouette hinter dem Wasser. Ja, sieht aus wie so ein Geist. Uff. Ah! Autsch! Ich habe immer mal gehört, dass es so gut wie unmöglich ist, eine Metallkette nach oben zu klettern. Ich hasse es. Egal, wie, zu werden. Echt? Egal wie stark du bist. Nee, das war. Weißt du, wo ich das gesehen habe mit der Peitsche? Armee der Finsternis. Hm? Mit Ash? Nein, nein, meinst du? Und wieder einmal. Ich wollte eigentlich nicht da runtergehen. Aber ich glaube, du musst Sophia jetzt so hochholen. Du musst dann den Stein wegkicken oder sowas. War da nicht was? Das könnte sein, ja. Ich wollte eigentlich gar nicht runter, sondern außen rum und die Tür hinten öffnen. So, Bitch, jetzt gehen wir hier rein. Oh. Rede mit Sophia? Nein. Hör mal. Ja? Nee, sagt nichts. Folge mir, ja. Folge mir. Du gehst voran. Hoffentlich folgt... Nein! Ah, oh, nee, ich glaube, so geht das nicht. Cheat. Dann benutzen wir nochmal die Kette, dass er nach oben geht. Und sie meckert wahrscheinlich wieder. Platsch, platsch, platsch. Weil du hast ein saulustiges Hintergrundbild in... Ja, ja, nicht synchronisieren, genau. Why you no synchronize? Du hast ein saulustiges Hintergrundbild auf deinem Kanal. Ja, ich glaube, dass das Wasser kalt ist. Ja, why you no... Wie war es, dass du uns weil nicht das alle das gibt, YouTube. Ja. Ah, ich glaube, YouTube macht da schon irgendwas. Die brauchen halt immer länger, bis irgendwas funktioniert. Ich glaube, das ist einfach nur Ressourcen einsparen. In zwei, drei Monaten werden wir uns eher an das gewöhnt haben, in das neue YouTube-Design. Und es wird wahrscheinlich verbessert. Allein schon die... Nee, ich glaube wirklich, dass die Ressourcen sparen wollen, weil alleine schon diese Begrenzung bei den Kommentaren... Ist lächerlich einfach nur. Ach so, 200 Zeichen. Die Zeichenbegrenzung. Ja, das ist sehr doof. Ja, ja. So, wir gehen jetzt immer noch irgendwie ein bisschen random hier rum. Hm. Weißt du, wo wir hin sollten, könnten, müssten? Gehen wir mal da hoch. Ich kann es mir denken, ja. Wo du meinst du? Du hast nämlich den Stock und den musst du, glaube ich, dem Steinkopf irgendwie... Fuck yeah, das stimmt. Das könnte natürlich Schluck, du sehr Luder. Sein. Schluck, du Luder, ja. Ich wollte eigentlich meine Flüche. Ja, das sind ja nur Anspielungen. Also. Ich wollte nur meine Flüche immer ein bisschen so runterschrauben, weil ich doch ein bisschen sehr böse rede. So, benutze Stab mit Statuenmund. Das hat nichts gebracht. Ich habe leider gerade wieder Lag. Lag, also es hat nichts gebracht. Ich denke, wir brauchen Urikalkum dafür, oder? Benutzen wir mal den Bernsteinfisch. Ach so. Er zeigt nirgendwo hin, also hier ist nichts in der Gegend. Vielleicht können wir den Stab oben benutzen, um, du weißt schon, dieses Gewicht wegzutreten. Ja, richtig, der ist vielleicht ein bisschen länger als die Schiffsrippe, hast recht. Das könnte sein, ja. Wenn du überlegst, hier so von der Ebene her sieht es aus wie 1-2 Meter, die jetzt nach oben gegangen ist, aber wahrscheinlich im nächsten Bild jetzt hier sind es 4-5 Meter, die die Platte nach unten geht. Aha, funktioniert. Das Gegengewicht ist frei. Kann man es jetzt vielleicht anpeitschen oder so? Benutze. Nee. Ah, jetzt können wir den Stab unten wahrscheinlich reinschieben und vielleicht. Ich hatte gedacht, man braucht Urikalkum dafür. Meinst du? Ich weiß gar nicht. Nur später für die Maschinen in Atlantis brauchst du wieder Urikalkum. Jede Menge. Und ich glaube, man kann sich da sogar in eine Sackgasse verrennen, wenn das Urikalkum ausgeht. Zu früh, echt? Also. Zu früh, wenn es zu früh ausgeht. Du weißt, wo ich meine. Bevor man zu einer gewissen Stelle kommt. So, ja. Schnapp! Ja. Rümpel nach oben. Ah! Gut, dass wir Sophia nicht dabei haben. Das wäre zu schwer gewesen. So, geh zur Goldkiste. Da liegen zwei Urikalkum-Perlen dahinter. Optimal, die nehme ich auch sehr mit. Sehr schön. So, das hier. Schau an, offene Goldkiste. Schließe. Ah, ich glaube, ich weiß, was damit war. Aha. Gold schirmt ja Urikalkum ab. Bleigefiltert, so. Okay. Dann gehen wir mal hier durch. Dann kommen wir irgendwo hin. Wer braucht schon so vier? Frauen werden überbewertet. Zerbrochene Säule, kommt der gleiche Spruch. Nur ein Klumpen brüchiger Maurerarbeit. Ja. Yep. Okay. Urikalkum. Wo könnten wir das einsetzen? Wahrscheinlich wieder. Na gut, in Sophias Halsband bringt das wahrscheinlich nicht viel. Ich weiß es nicht. Ich denke, du musst dir. Ja, wohin? Erstmal befreien, natürlich. Jo, ich würde mal runtergehen und speichern und dir dann einfach so ein Urikalkum mal in den Mund stecken. Falsch.
Sophia. Sophia ein Stück Orikalkum zu füttern geben. Nom nom nom. Nom nom nom. Lecker. Boah, Indy, der schmeckt so gut. Oh Mann. Dieses LP ist definitiv zu zweideutig. Kann man benutze Peitsche mit? Kann man ich bin eigentlich der Meinung, du könntest... Nee. Ja? Ne? Sag, du was könntest du den Kopf irgendwie benutzen, wenn du auf dem Aufzug stehst und dann sagt Sophia, warte auf mich! Und irgend sowas war doch da, oder? Wir hoffen's. Ich probier's jetzt einfach mal. So, benutze... Das wird nicht funktionieren. Ich habe zwei Perlen. Sollen wir... Ich speichere jetzt einfach mal. Speichern. Ja. Na komm. LP3. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dankeschön. So, und hoch damit. Und dann stecken wir mal... Schau an, Sophie. Bug. Darf ich mal dein Halsband ziehen? Ja. Benutzen Orikalkum in Mund. Okay, wir müssen es gar nicht einsetzen. Hast du gehört? Also hast du gesehen? Ich glaube nur, Absal macht schon Ärger genug. Exakt. Danke. Danke, danke. Danke, Anke. Danke, geht, dass ich wieder mal auf deinen Hebel schauen durfte. Der bewegt das Tor. Okay. Wie kann man den benutzen? Vielleicht Peitsche? Das wird nicht funktionieren. Auf der anderen Seite ist also ein Hebel. Mach doch mal Drücke einfach. Meinst du? Vielleicht sagt er noch was anderes dazu. Ich komme nicht ran. Gut. Wo ist unser Stab? Ich dachte, den Stab haben wir wieder. Dann hat er ja verschluckt, der Kopf. Wahrscheinlich muss man ihn eigentlich wieder nehmen dafür. So ein Sheet. War das Tor aber nicht noch von der anderen Seite erreichbar? Nee, ne? Ich glaube, das war ein anderes Tor. Jetzt benutzen wir nochmal die Kette. Jetzt warte mal. Du bist bei mir immer noch beim Tor. Ich bin im Tor. Oh, ich sag's dir, ich bin so froh, wenn es bei uns im Kaff mal was anderes als DSL 2000 gibt. Uff. Arg. Autsch. Das war eine unmögliche Methode, ja. Tja, Indy. Jetzt gehen wir nochmal. Hier nicht. Was? Warst du schon links aus von diesem Raum aus mit dem Aufzug? Der kann man nicht durchgehen, also da kommen wir von der anderen Seite. Man kann außen rum gehen quasi. Aber wenn wir da nach links gehen, dann wandern wir automatisch wieder nach unten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie es weitergeht. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Aber gerade so Stellen hier, die so komplett gleich aussehen, sowas kann ich mir echt schwer merken in der Regel. Das stimmt, ich gehe auch hier nur blindlings rum und hoffe, dass ich irgendwann richtig rauskomme. Also ehrlich gemeint. Warte mal, hast du versucht bei dieser Tür, wo du die Kiste hergekriegt hast, hast du da versucht, weiterzugehen? Hinten raus? Jetzt benutzen wir mal Orikalkum. Ach stimmt, da war ja nichts mehr. Ne? Machen wir einfach mal. Das wird so nicht klappen. Da sind Splitter drin. Kann man mit Statue reden? Wäre sehr unwahrscheinlich. So ein Cheat. Also du kannst die Kugeln legst du in die Kiste und dann werden sie abgeschirmt. Dann kannst du nämlich mit dem Ding, mit dem Goldfisch weiter nach Orikalkum scannen sozusagen. Exakt, aber das brauchen wir jetzt quasi nicht. Das brauchst du ja nicht. Richtig, das bringt ja nichts. Wichtig ist halt erstmal Sophia zu befreien. Ich würde halt einfach mal echt jeden Gegenstand ausprobieren. Die Schiffsrippe oder was weiß ich mit dem Hebel. So was ärgerlich. Was gibt's sonst für eine Möglichkeit? Wir haben ja hier auch nichts mehr zur Auswahl. Jetzt gehen wir nochmal durch die Tür. Da war nichts. Zerbrochene Säule hatten wir schon. Da geht's auch nirgends weiter. Soll ich mal online schauen? Schau mal kurz online, ja. Wir sind voll gemein und nutzen Lösungen. Das heißt hier voll gemein? Ich meine, ja, wenn die Leute die ganze Zeit nur entweder herumdapst. Bevor eine halbe Stunde so, hier rumgeht. Aber hey, du kannst mir jetzt nicht vorwerfen, ich bin zu doof, weil du weißt es jetzt auch nicht gerade. Ja, nö, das hat nichts mit doof zu tun. Ich meine, das ist ja immer... wo sind wir denn überhaupt gerade? U-Boot, Kreta, Fäustepfad, Monte Carlo, Algier. Ausgrabung? Ne, da waren wir Monte Carlo 2, waren wir ja auch. Dann würde ich sagen Kreta, oder? Wir sind
nach Kreta quasi. Ja, in Kreta, ja. Hier ich nehme Taurus aus ich links. Ich nehme jetzt gerade eine Statue im Kopf, vielleicht brauchen wir den nochmal. Ich habe mir jetzt so einen geklaut. Warte. Um an die Goldkiste zu kommen, liegen zwei Orakelkumpanen, die wir ebenfalls mitnehmen. Im folgenden Raum steht ein sogenannter Minotaurus. Stecke die Statue in dessen Klappe. Hä? Und Orakelkum in die Statue. Was? Moment, nochmal. Du bist vielleicht auf dem falschen Pfad. Vielleicht bist du auf diesem Witzpfad. Nee. Das ist ja wurscht. Das ist, glaube ich, egal. Im ersten Raum musst du alle drei Statuenköpfe vom Regal nehmen. Dann gehst du durch den mittleren Durchgang, bla bla bla. Schlage den Kopf mit der Peitsche ab und stelle dich auf den Aufzug, der nach unten fährt. Verlässt du ihn, fährt er allerdings ohne dich nach oben. Standard offenbar, bla bla bla. Ja. Eine Kette, die in die hochklettern kann. Geh vom Minotaurus aus nach links. Nicht auf den Aufzug treten. Aha, das war, ich sagte, man kann also doch noch links. Und lege die Statuenköpfe auf das Regal und gehe durch die Tür. Siehst du musst die Köpfe nochmal holen. Nee, das hatten wir ja schon vorher gemacht. Wir gehen einfach nochmal nach oben. Das hatten wir schon vorher gemacht. Also wir haben doch alles in dem linken Raum gemacht. Lies mal weiter, was wir da machen sollen. Im folgenden Raum steht ein sogenannter Minotaurus. Stecke die Statue in dessen Klappe und das Orakel kommt in die Statue, damit die Maschine ein Loch in die Wand bricht. Aber du musst mal links vorbeigehen an diesem Aufzug. Ah, jetzt hat. Geh links rein. Geht jetzt. Okay, links. Und dann hier, ne? Da, wo ich jetzt gerade... Wir benutzen nochmal den Statuenkopf damit. Da. Flupp. Hast du den jetzt mal geholt? Habe ich gar nicht. Ja, ich habe gedacht, so... Vielleicht brauchen wir den so. Und jetzt unten runter in den Statuenkopf, okay, oder? Runter zum Statuenkopf, ne? Nee, warte mal. Okay. Hier, Statuenkopf. Schiebe den... Okay. Ja, da muss irgendwo ein Minotaurus stehen. Dem steckst du eine Statue in die Klappe und in diese Klappe tust du dann Orakelkum. Und dann bricht der ein Loch in die Wand und dann kommst du an ein Modell von Atlantis, in dem du Sonnen, Mond und Weltstein auf die Achse steckst und ausrichtest, wie im Buch beschrieben. Die Suche nach dem... Das ist der Fahrstuhlschacht. Die Suche nach der Minotaurus-Statue, die wird jetzt, glaube ich, ein bisschen längerfristiger. Also sie ist nicht unten bei Sophia, oder wie? Warte mal, ich suche jetzt mal Denkpfad. Teamfahrt, das wird's wohl sein. Haha. Aha, schon eher. Ich guck mal Teamfahrt. Also. Okay. Holst du den letzten Kopf mit der Peitsche. Dann gehst du durch den mittleren Durchgang und mit dem Aufzug den Boden. Fährt auch nicht nach oben, hat er einen Ausregion und so. Genau, Goldkiste, Orakelkumpanen. Dann gehen wir wieder runter zu Sophia. Aha, soweit war ich. Im nächsten Raum musst du sie überreden, durch das Loch zu kriechen und das Tor zu öffnen. Bitte? Wo ist ein Loch? Bin ich gerade deppert? Keine Ahnung, du musst auf jeden Fall durch. Dumm. Du musst auf jeden Fall da runter und musst dir sagen, hier kriech mal, Frau. Waren wir wirklich beide so blind? Ich habe keins gesehen. Ich mein, gut, du hast die Ausrede, dass es laggt und dass du eh nichts siehst, aber war ich wirklich so doof? Weiß ich nicht. So, und? Ich habe keins gesehen. Das war's wieder mit dem Aufzug. So. Und dann geht's halt wie von selbst weiter, würde ich sagen. Boah, dann sind wir jetzt wirklich halt ein komplettes das, Video. In da Moment. Ist ein Loch, schau mal da hoch. Aha, siehst du mal. Bitte. Ja. Das ist ein enger Durchgang. Wer hätte das gedacht? Tja, Sophia. Das ist ein Job für dich. Ja. Du bist doch eng. Ich muss dich zu diesem Loch da heben. Was? Du sagst was von besaut, aber trägst einen guten Teil dabei. Ich klettere da nicht durch. Ich wette, es ist voller Spinnen. Oder Ratten. Oder Schlangen.